Herzlich willkommen noch einmal hier, ein letztes Mal auf meinem Online-Kongress Wohnzimmer, heute ein bisschen verwaist, du und ich zu einem Resümee. Und bevor wir damit starten, wünsche ich dir natürlich erst einmal von Herzen frohe Ostern. Wir haben hier in den letzten 9 Tagen gemeinsam viele verschiedene Menschen kennenlernen dürften mit ihren ganz persönlichen, ja, Geldgeschichten, Lebenswegen, Lebensumwegen, die ihre Geldgeschichte teilweise ganz, ganz neu geschrieben haben. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass für dich an der einen oder anderen Stelle wichtige Inputs, Perspektiven dabei waren, dass du dich vielleicht auch berühren lassen hast, dass du mitgeschrieben hast vielleicht und an der einen oder anderen Stelle, so du das Gefühl hast, du möchtest das gerne auch Impulse hast, wo du ansetzen kannst, wo du Dinge anders machen kannst und, und. So, und ich will das jetzt hier auch gar nicht zu lange machen. Ich würde aber auch ganz gern noch den Bogen spannen. Der Kongress heißt ja das Karma des Geldes und Lebensgesetze für Erfolg und Glück. Und eine Frage war ja auch, ja, gibt es diese Lebensgesetze für Erfolg und Glück? Wenn ja, welche sind das? Und wie können wir unser Zusammenleben, auch wenn es ums Thema Geld geht, einfach wieder auch rausbringen, so aus Druck und Machtkampf und gegeneinander in ein Miteinander und Füreinander? Und ich denke, der Kongress hat diese Fragen beantwortet. Wir haben dazu viele verschiedene Inputs, Perspektiven, Ideen, Impulse mitbekommen. Und ich greife so die raus, die ich für mich einfach auch so mitgenommen habe, Schrägstrich, die ich auch gerne nochmal highlighten möchte. Ja? Und das Erste ist, wir haben das so gut wie von allen Sprechern gehört, ja, in Geld steckt an und für sich nichts drinnen, was glücklich macht oder sicher oder frei oder wie auch immer, ja. Das kommt immer von dem, Geld ist wie so eine weiße Leinwand, auf die wir unsere Bilder hauen, also auch unsere Gefühle, unsere Wünsche, alles, was so ist, ja. Aber im Geld an und für sich steckt es nicht drinnen. Das ist, im Buddhismus sagt man auch, gibt es das Konzept der Leerheit, das ist leer. Und ihr werdet mich an der einen oder anderen Stelle auch die Sache mit dem Stift erklären haben, hören und das würde ich ganz gern mit euch nochmal machen, weil ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Punkt und es war auch so für mich, wie ich das das erste Mal gehört habe, so ein totaler Gamechanger. Ja? Also gebt mir die 2 Minuten, macht dieses kurze Experiment mal mit mir mit und ihr hinterher wisst ihr genau. Ja, so, ich mache es dann ganz kurz, wenn du es intensiver lernen, erfahren möchtest. Ich mache am 11.04. Ich verlinke dir das hier drunter auch nochmal ein kostenloses Webinar, wo ich das nochmal ganz in der Tiefe auch erkläre. Ja? Also so super short, wenn ich dir das zeige hier. Was ist das? Na, ein Stift. Und wenn ein kleiner Hund hier in den Raum hineinkommt und ich halte dem dieses Ding hin, was ist für den Hund? Genau. Kauspielzeug. Völlig richtig. Ja? Und wenn es für mich ein Stift ist und für einen Hund ein Kauspielzeug, ja, wo kommt denn die Tatsache her, dass dieses Ding ein Stift oder ein Kauspielzeug ist? Kommt das von so, also aus dem Ding heraus, oder von so, also von mir? Genau, von mir, beziehungsweise vom Hund, ja, weil das kann wahlweise ein Kauspielzeug sein, ein Stift sein. Das kann aber auch, wenn zum Beispiel ein Einbrecher kommt oder so, ja, oder irgendjemand und du bist dann drin und so, und du siehst das Ding auf dem Tisch, dann kann das auch was sein, womit du dich verteidigst. Ja, also je nachdem, wie du drauf schaust, ist es das eine oder das andere und das kann sich auch verändern. Und das ist das, was wir eben dieses Konzept der Leerheit nennen im Buddhismus oder was die alten Schriften so nennen, ja, also vollkommen religionsfrei auch, ja, und wo wir einfach sagen, kommt nicht von so, in dem Ding an und für sich steckt es nicht drin. Ja? Und wenn wir das auf Geld umlegen, können wir jetzt davon ableiten, dass Geld eben nicht aus sich selbst heraus glücklich macht oder frei oder sicher. Ja? Das kommt davon, wie wir drauf schauen. Ja? Und die alten Schriften gehen da sogar noch einen Ticken weiter und die sagen, das kommt von Samen aus deinem Geist, ja? Die dich, wenn dein Blick da drauf wirft, ja, einfach auch sozusagen wie zwingen, so zu sehen, ja, also konventionell würden wir auch sagen, ne, deine Erfahrungen, deine Prägungen, alles, was so ist, ja, dein Blick fällt da drauf, bums, wird diese Reaktion ausgelöst oder diese Sichtweise, ja, und das ist eine gute Nachricht, ja, warum ist das eine gute Nachricht? Weil wir, wenn wir erkennen, dass das von uns kommt, den Punkt haben, wo wir es ändern können, wo wir unsere Geldgeschichte neu schreiben können, wo wir unsere Sichtweise ändern können und wo wir
sozusagen neue, bessere Filme, bessere Bilder da auf diese Leinwand projizieren kommen, weil es eben nicht selbstexistent aus sich herauskommt, weil es keine Eigenschaft ist, die hier drin steckt und unveränderlich ist. Na? Wie gesagt, ich erkläre das in der Tiefe noch im kostenlosen Webinar. Melde dich gerne an, wenn du willst. Ja. Also das ist so die eine Geschichte und das zieht sich so durch. Ich habe Menschen gesehen, die Geld weggegeben haben und jetzt mit wesentlich weniger leben und sehr glücklich sind. Ihr habt Menschen gesehen, die ihre Geldgeschichte in eine andere Richtung umgeschrieben haben und jetzt sehr glücklich sind. Ja. Also, ne, es gab die volle Vielfalt. Wir haben auch gehört von der Nicole Rupp zum Beispiel, ne, die Erben betreut, ja, oder auch begleitet, ja. Also gibt Menschen, die sehr viel geerbt haben und sich schuldig fühlen oder Angst haben oder unsicher oder, genauso wie die Menschen, die wenig davon haben, ja, und genauso Angst haben, Existenzängste und, ja. Also wenn ich hier in meinem Kopf diese Angstbilder habe, ja, dann ist das unabhängig vom Kontostand oder vom Geld, ja. Dann alten Schriften sagen auch, es kommt von Samen aus dem Geist. Denn ja, wenn ich diese Samen da drinnen habe, ja, dann sehe ich halt, dann kommt halt Angst, ja, unabhängig vom Kontostand. Also das ist so das eine wichtige, der Learning hoffentlich, ja, also auch aus diesem Kongress, wo wir auch so Resümee ziehen können. Und das zweite wirklich schöne, wichtige, und das haben wir auch von so vielen gehört, ist, Erfolg kommt vom Geben. Gib, was du bekommen möchtest, ja. Und da sind wir auch bei Karma-Gesetz Nummer 1. Gleiches kommt vom Gleichen. Ohne Saat keine Ernte. Gib, was du bekommen möchtest und gib es zuerst, ja. Weil andere Menschen sind so wie der Nährboden auch für unsere guten Samen, ja. Und wir haben sowieso eine kleine Videokamera im Kopf, ja, die einfach auch filmt sozusagen, was wir denken, was wir sagen, was wir tun. Und das habe ich auch an der einen oder anderen Stelle gesagt. Karma bedeutet ja nichts anderes als Bewegung des Geistes. Es ist das, was wir denken, was wir sagen und was wir tun. Ja? Und unser Geist ist eben wie so eine kleine Videokamera und der nimmt halt auf, ja, was wir tun, was wir denken, mit welcher Absicht wir die Dinge tun, mit welchem Gefühl wir die Dinge tun. Ja? Und das ist das, was ich sozusagen pflanze. Das ist das, was ich gebe. Ja? Und genau das, Karma-Gesetz Nummer 1, Gleiches kommt vom Gleichen, ich habe es gerade gesagt, ne? Kommt zu mir zurück. Und das hast du in vielen verschiedenen Facetten von ganz vielen verschiedenen Menschen, Sprechern, Interviewpartnern von mir hier gehört, ja, die auch gesagt haben, die Absicht erschafft die Dinge. Ja, und das ist vollkommen klar, weil wir können jetzt auch, wir erinnern uns, ne, wenn das hier nicht drinnen steckt, ja, in Geld, also Stift ist da jetzt symbolisch, ja. Und wir geben freudvoll und wir geben liebevoll, ja. Was pflanzen wir? Liebevolles, freudvolles Geben. Was kommt zu uns zurück? Menschen, die uns vielleicht gerne helfen, ja. Geld kommt zu uns zurück auf eine freudvolle, leichte Art, ja. Wenn wir geben mit, ja, oder Dinge mit Angst tun, mit Krampf, mit Dings, ja. Was pflanzen wir ins karmische Beet? Wir geben genau diese Energie her. Also wir haben auch einige Menschen gehabt und Sprecher gehabt, die das auch mit Energie beschrieben haben, ja, die einfach gesagt haben, ja, du bist, wie jetzt, also gerade heute die Pots, ne, du bist gefrorene Lichtenergie oder so was, ja, und das, wie du gibst, diese Energie, die du reingibst, die bekommst du zurück, ja, und das ist eben von den karmischen Gesetzen total leicht auch herleitbar. Erfolg kommt von Geben, ohne Saat keine Ernte und eben auch diese Absicht, ja, pflanzt 90% des Samens übrigens, ja. Also das ist wirklich so diese Qualität, die du da auch hineingibst, ja. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, du kannst die Spülmaschine einräumen mit total ausräumen oder wie auch immer, deinen Haushalt machen oder sonst irgendwas, was du nicht gerne machst, ja, mit totalem Grand und mühsam und ja, und dann merkst du, dann pflanzt du das in deinen karmisches Beet hinein, du kannst es aber auch freudvoll tun und dir denken, ja super, ich unterstütze jetzt alle anderen, ja, und mach das jetzt einfach mal und zieh das mal durch. Egal, ich weiß, wir haben alle gerade, es ist für alle gerade anstrengend und heftig und jeder hat es bis daher gerade, ja. Ich helfe damit auch anderen, ja. Und dann wirst du in deinem Leben erleben, weil du genau das freudvoll in dein Beet gibst, ja, dass es zu dir zurückkommt, dass dir jemand an einer anderen Stelle einfach hilft, ja. Also das ist so dieses Gesetz des Gebens. Das fand ich auch noch sehr schön. Und die Idee ist natürlich auch, wenn wir da so diesen Aspekt des Füreinanders und des Miteinanders nehmen, ja, überlegt, was wir für eine Welt auch lospflanzen könnten, wenn wir alle in diesem freudvollen Miteinander sind oder einfach auch mal Dinge zuerst geben, die wir uns gerne wünschen, ja. Wir sind ja oft ganz so, dass wir sagen, ich wünsche mir das zwar, aber ich gebe es aber nicht hier, ja. Und wir tun manchmal Dinge und erwarten uns als Ergebnis was vollkommen anderes, ja. Und das funktioniert eben nicht, ja.
Also das war so wichtig, die Absicht habe ich auch. Dann hatten wir ganz viel so die wahre Essenz denn selbst, ja. Also dieser Mensch, der du bist und was auch so in dir steckt, ja. Und ich glaube, der Stefan Petrovic war es, der auch so berührend gesagt hat, ja, wenn du nicht du bist, dann fehlt so wie so ein Puzzleteil auf der Erde, ja, in diesem Gesamtbild. Das fällt dann irgendwie runter und dann bleibt da ein Loch. Oh, das fand ich so berührend. Es war so ein schönes Bild auch, ja. Und von diesem Selbst, das haben wir von vielen gehört, teilweise haben sie es Essenz genannt oder das Higher Self oder so, ja, ist dann der Punkt, wenn du den gut für dich gefunden hast. Von da aus wird es dann leicht, weil es vollkommen klar ist, was zu tun ist, was der nächste Schritt ist, wie es weitergeht, ja. Und ich denke, das ist vielleicht auch etwas, das ein Prozess ist, das auch für sich so rauszufinden. Wo steckt es denn? Was bin ich? Was ist bei mir? Ja, was bin ich? Auch in dieser Welt, wo ist mein Platz, welche Gabe habe ich, ja? Und habt ihr Menschen auch erlebt, die das gefunden haben, auch wenn es mit den Dingen, die sie ursprünglich gemacht haben, überhaupt nichts zu tun haben und die dann wirklich auch aus sich selbst heraus dann genährt sind aus dieser Essenz, ja? Also das ist wahrscheinlich auch was, wo man Begleitung braucht, ja? Also das merke ich auch in meinen Kursen, das sind immer so Punkte, da dürfen wir ganz viel auch von Krusten, die wir haben, ja, von Dingen, die da so kommen. Die dürfen wir da aber so ein bisschen auf die Seite räumen und so ein bisschen Licht ins Dunkel aufbringen. Und von dieser Essenz aus ist es dann oft freudvoll. Und wenn ich schon über Freude rede, Freude ist auch, ne? Also in karmischen Prinzipien ist Freude so auch das Wasser auf die guten Samen. Es ist unglaublich wichtig, dass wir Dinge freudvoll tun. Weil in dem Moment, wo deine Freude und der Liebe im Herz öffnen bist, ja, kannst du automatisch keine schlechten Samen mehr in dein Beet pflanzen. Und ihr wisst ja, wir pflanzen 65 solcher karmischen Samen pro Sekunde, die wachsen, verdoppeln sich alle 24 Stunden und gehen dann auf und schaffen die Welt so, wie du sie wahrnimmst, mit allem darin. Ja, das habe ich auch an der einen oder anderen Stelle erklärt. Und wenn wir uns das mal so vor Augen führen, ja, dass ich da 65, ich erschaffe meine Welt 65 pro Sekunde, ja, dann ist es wichtig, dass du Dinge freudvoll tust. Ja, und dass du deine Freude wiederfindest. Und ich weiß, viele haben sie so verloren. Das ist auch in meinen Kursen so der Punkt, wo es fast immer am schwierigsten ist. Ja, also wir können die Dinge logisch, ja, also auch Karma sehr logische Ursache-Wirkungskonzepte, ja, da stürzt sich so jeder drauf und diese Logik, ja, und das ist die karmische Ursache für, das ist das Resultat, ja. Das machen wir ganz viel, ja. Das ist so dieser Kopfbereich, aber dieses Gefühl erinnert euch an die Absicht, mit der ich Dinge tue, ja, das ist genauso wichtig, ja, Dinge freudvoll zu tun. Freude ist, hat zwei wichtige karmische Korrelationen. Das eine ist, es ist Wasser auf deine guten Samen, ja, also es bringt deine guten Taten einfach so richtig schön zum Wachsen, macht tolle Ergebnisse hinten nach, also freu dich über die Dinge, die du für andere tust, ja, und das ist auch so ein Punkt, ne, wir geben oft viel, aber wir freuen uns nicht drüber und wir sind dann vielleicht schon so, weil wir irgendwie auch einen Ticken zu viel gegeben haben, als uns selber gut getan hat. Also darf man auch die Kunst des Gebens entwickeln. Ja? Da gibt es in den alten Schriften auch so eine schöne Geschichte, die heißt, ne, wenn jemand von dir ein Auge will, dann gib ihm halt lieber die Kartoffel. Ja? Also das ist wirklich so. Manchmal gibt es auch Menschen, die sehr viel wollen. Du hast das Gefühl, oh, ich möchte schon gern geben, aber das ist ein bisschen viel. Ja? Und dann ist der Vergleich, das ist so eine süße Geschichte. Ja? Gib ihm halt kein Auge, gib ihm eine Kartoffel. Ja, also da darf man auch gut auf sich achten und in der Balance bleiben, ja, wie ich schon gesagt habe, vielleicht auch in der Videos, ne? Du, Jesus hat auch schon gesagt, ne, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat nicht gesagt, liebe dich mehr oder stell dich hinten nach an, ja? Also darf man so die Kunst des Gebens entwickeln auf der einen Seite, ja? Und dann eben dieses freudvolle Geben, weil Freude ist auch so der Same, der wichtig ist, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen hast oder ein Business, das du aufbaust oder einen Job, ja, weil Freude, Dinge freudvoll zu tun, deine Arbeit freudvoll zu tun, pflanzt auch den Samen dafür, von anderen als Leader wahrgenommen zu werden, ja, das ist joyful effort, ja, und das gibt ja, das ist ja auch so wichtig, ja, und ihr wisst alle, es gibt Menschen, die sind zwar an einem gewissen Punkt, aber sie werden trotzdem nicht als Leader wahrgenommen. Ja, und wenn du das möchtest, wenn du auch so eine magische Ausstrahlung haben möchtest, dann möchtest, dass Menschen dir folgen, ja, dann tu die Dinge in Freude, freudvoll. Es ist unglaublich wichtig, diesen Punkt in sich zu finden,
von diesem Sweet Spot, ja, von dem aus man einfach auch freudvoll arbeiten kann. Ja. Also das ist auch ein Prozess. Ja. Also darf man auch nicht in Perfektionsansprüche verfallen, ja. Aber wenn man da gut geleitet wird und das gut in sich entwickelt, da arbeiten wir extrem viel in meinen Kursen auch dran, ja, und auch körperlich teilweise, ja, dass man das richtig gut spürt. Und von dort aus kann man die Lebensgesetze, die karmischen Gesetze unglaublich freudvoll und leicht auch nutzen. Also das ist auch so ein Punkt, ne? Es darf auch leicht gehen. Ja, also das haben wir auch durch die Bank gehört. Das Ding muss nicht schwer sein. Wir dürfen es auch wieder leicht und freudvoll haben. Und das ist so eine wichtige Botschaft. Ja, wir haben so viel hart arbeiten um diese ganzen Konzepte im Kopf. Nein, es gibt keine Kampf, also es gibt keine Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen hart arbeiten und viel Geld haben. Ja, weil wenn das so wäre, würden alle Menschen, die hart arbeiten, viel Geld haben. Ist aber nicht so. Wir kennen Menschen, die richtig hart arbeiten und trotzdem wenig Geld haben. Ja, also ja, da müssen wir wirklich gucken, was pflanzen wir ins Beet, und das dürfen wir freudvoll machen. Ja, und dann kommt da was Gutes raus, weil es eben auch Wasser auf die guten Samen ist. Und wenn du sowieso jemand bist, der schon viel gibt, dann freu dich halt auch. Freu dich bitte auch drüber. Genau. Essenz des wahren Selbst, das habe ich gesagt. Genau. Und einen Punkt habe ich noch, bevor ich dann auch schon zum Schluss komme und ihr natürlich auch eure eigenen Punkte hier rausgenommen habt. Ja, ich greife nur so ein paar, habe ich ja vorhin gesagt, ein paar Highlights raus. Ja, da haben wir die Dankbarkeit. Dankbarkeit ist einfach ein Riesen Geschenk, ein Gamechanger. Dankbarkeit ist im karmischen System auch die Freude über Samen, die wir schon gepflanzt haben und als Resultat jetzt in unserem Leben haben. Ja? Und wenn wir uns über Dinge freuen, die wir sehen, die schon da sind, die uns auch bewusst ist, dass wir die ja erschaffen haben, ja? Also auch die karmische Ursache dafür irgendwo geschaffen haben müssen, dass wir sie jetzt in unserem Leben haben, weil ja alles von uns kommt, ja? Und wir da wirklich dankbar sind, dann reinvestieren wir quasi die guten karmischen Samen und in unserer Freude und in unserer Dankbarkeit aktivieren wir die guten Samen wieder. Ja, also sie sind als Resultat aufgegangen, aber ihr wisst, wir pflanzen 65 pro Sekunde. Ja, das heißt, wir nehmen das und reinvestieren wieder. Das ist wie so ein Erntedankfest. Ja, das ist, glaube ich, jetzt das gute Bild dazu. Ja, und das macht halt mehr vom Guten und mehr von dem, was du haben möchtest. Ja, mehr von dem, wofür du dankbar sein kannst. Ja, also Dankbarkeit ist auch so eine ganz magische, macht so eine ganz magische nach oben Spirale. Ja, also stoppt diesen Kreislauf des Leidens. Ja, es geht ja auch darum, mehr von den guten Dingen in dein Beet zu pflanzen, weniger von denen, die du nicht so gerne sehen möchtest. Ja, und das stoppt diese Spirale des Leidens und pflanzt so wirklich so hinauf. Erinnert euch heute, der Andreas hat es auch gesagt im Interview bei den Pot und Pots, ne? Also wirklich Dankbarkeit und dann geben, ja, also für den Menschen nach dir den Kaffee zahlen. Danke, 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 und gib und wieder danke, danke, danke und geben. Und genau das, ja, ist dieses Prinzip, ist diese Spirale nach oben. So, ja, das war so mein kurzes Resümee. Wie gesagt, wenn du da mehr darüber wissen willst, komm gern ins kostenlose Webinar. Das verlinke ich dir. Mein Selbstlernkurs ist auch in Kürze fertig. Du kannst auch den gebiete ich dir auch zum Kongresspreis an. Dann bekommst du noch eine E-Mail von mir. Ja, da sitze ich schon ganz klein und da erkläre ich das auch nochmal genau. Und im April, weil es gibt an der einen oder anderen Stelle schon auch Dinge, wo es darum geht, so eine tägliche Praxis zu entwickeln, auch dieses in dir diesen Sweet Spot gut zu finden, die Verkrustung so ein bisschen rauszukriegen. Ja, da gehen wir auch so ein bisschen ins Karmic Healing, in die karmische Heilung. Wir gehen ganz viel in die Freude. Wir arbeiten viel mit Freude, Leichtigkeit, Dankbarkeit, mit welch, also so Kopf, Herz, Körper, sage ich immer, ne? Im Kopf, dass wir so die Gesetze kennen, die Korrelationen kennen und einfach im Einklang mit den Lebensgesetzen wirken und arbeiten, egal an welcher Stelle du bist, ob du ein Unternehmen hast, ob du privat unterwegs bist, ob du eine Führungskraft du bist, ob du angestellt bist. Ja, also ich habe in den Kursen, weiß ich nicht, Fotografen, Lehrerinnen, alles quer durch. Ja, also da gibt es keinen Ausschluss. Unternehmer natürlich auch viele, ja, die ihre Umsätze verdreifacht haben, verfünffacht, ja. Also es ist unglaublich und es mit Freude und Leichtigkeit, ja. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und einfach auch nicht mehr mit Ellenbogen und Kampf, sondern mit Miteinander, mit Füreinander, und die auch wirklich so tiefe Konflikte aus ihrem Leben pflanzen konnten, ja. Und auch alle sagen, wenn man sich damit beschäftigt, man wird einfach ein,
nicht nur ein besserer Mensch, sondern auch man kommt gut bei sich an. Ja, also diese innere Essenz, das ist wie so Augensturm. Ja, das kann ich nichts mehr umhauen. Ja, du bist einfach so tief verwurzelt und mit so einer auch Selbstwirksamkeit und Gelassenheit und Freude unterwegs. Das macht unfassbar viel Lebensqualität. Und am Ende des Tages, das werden wir dann auch viel rück, auch selbst wenn sich der Kontostand positiv verändert, ist das gar nicht mehr so wichtig, ja, weil es ihnen einfach als Menschen besser geht, im Umfeld besser geht. Also wenn du Lust hast, verfolg da gerne mein Angebot. Die nächste Masterclass startet Ende April. Und ein Geschenk habe ich an der Stelle auch noch für euch. Morgen, Ostermontag, gibt es noch einen Bonustag. Wenn du irgendwelche Interviews verpasst hast, wenn du irgendwas gerne nochmal anschauen möchtest, wiederholen möchtest oder, dann werden morgen alle Interviews nochmal freigeschaltet. Ich bedanke mich wirklich herzlich bei allen, die ein Silberpaket gekauft haben oder auch ein Goldpaket oder die ihr Silberpaket aufs Goldpaket abgegradet haben. Ja, das ist auch ein wirklich schönes Zeichen für Unterstützung für die Arbeit hier. Ich danke euch sehr dafür. Freut euch drüber. Auch das sind gute karmische Samen für Wertschätzung. Ja. Also da nochmal herzlichen Dank. Das Silberpaket kostet bis morgen 0 Uhr, also bis 1.4. 0 Uhr, also bis Ende Ostermontag noch 27 Euro und ab 2.4. 0 Uhr in der Früh dann 49 Euro. Also während des Kongresses ist das noch ganz, ganz günstig gewesen. Genau, und das Goldpaket bleibt bei 88 Euro. Und wenn du Lust hast, schau gerne rein. Da stecken so viele Goldnuggets drinnen. Ja, es ist wirklich unglaublich. Genau, und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht noch ein paar Kommentare schreibt, wie es euch gefallen hat, was ihr mitgenommen habt und. Ich bemühe mich immer zeitnah reinzuschauen, aber natürlich genieße ich auch ein Ticken das Osterfest. So, und in diesem Sinne, ich danke euch sehr. Ich habe hier mein Herzblut reingesteckt und ich freue mich, wenn ich euch berühren konnte, wenn ich euch auch allen Sprechern, die hier waren, den Raum öffnen konnte für das, was denen am Herzen gelegen ist, was sie euch gerne mitgeben möchten. Ich hoffe, dass ihr hier ganz viele Geschenke mitnehmen konntet, auch für euer Leben und dass ihr euch an der einen oder anderen Stelle da auch immer wieder erinnert, dass das etwas bewirkt in eurem Leben. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt noch mal ein Kongress. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und den natürlich auch weiterempfehlt. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz wundervolle Ostern.